grüß euch. Beim letzten Video werden die einen oder anderen sich schon gefragt haben, was hat der Mann jetzt eigentlich da für eine Jacke an oder für ein Parka. Zumal BW Tropentarn bzw. Tarndruck 3 Farben für mich ja ziemlich unüblich ist. Was ich hier anhab, ist das finale Muster, sprich die finale Version der Feldjacke 2K oder Feldjacke 2000. Das ist ein leichter Smock, der auch als Basic Smock bei uns im Shop kommen würde. Ist eine leichte Feldjacke, ich sag jetzt mal, die als Bindeglied zwischen dem voll ausgestatteten Smock und der normalen Feldbluse positioniert ist. Hat relativ viel Stauraum, trägt aber nicht auf wie ein Smock. Ist relativ weit geschnitten. Hat einige mehr Features als eine normale Feldbluse und wird in verschiedenen Farben kommen. Wie man jetzt hier sieht, große, sind also gefederte Lederhandschuhe, große Brusttaschen, zwei Stück. Große Seitentaschen auf beiden Seiten. Auch eben gut erreichbar mit Reißverschluss. Ich habe Oberarmtaschen. Ist auch wohl im Menüs. Passt meine kleine Erste-Hilfe-Ausstattung ohne Probleme rein. Auch ist noch Platz. Arme sind schön verstellbar. Und sie hat was an der Jacke ein bisschen anders ist als unsere normalen Box. Wir haben hier auch wieder die Messertasche und wir haben auch hier die Jacke seitlich zu öffnen, eben um zum Beispiel an darunter liegende Taschen zum Beispiel mit dem Feuerstahl heranzukommen, ans Messer oder eben an die Dienstpistole, so dass das Mock da nicht im Weg ist. Natürlich kann man es auch einfach aufmachen, damit er luftiger ist und damit man im Sommer nicht so schwitzt. Das Mock ist sehr leicht. Wir haben kein Futter drin, wir haben keine Doppelungen drin, außer, sieht es hier, der Ellbogenbereich ist gedoppelt. Und der Mock wird, ich schätze jetzt mal, in den nächsten zwei Wochen bei uns online gehen. Natürlich auch im 5-Farben-Tarndruck, in Olivgrün. Und in den anderen Farben wird er dann später auch kommen. Die nächste Frage wird jetzt sein, der Preis. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich noch nicht sagen. Die Baumwollpreise sind wieder hochgegangen. Und wir müssen auch schauen, mit welchem Zollsatz die Bekleidung jetzt dann final veranschlagt wird. Aber wir gehen davon aus, dass sich der Smog irgendwo im Bereich um die 60 Euro bewegen wird. Standardpreis für alle Größen, also ob jetzt klein oder extra groß, macht jetzt keinen Unterschied. Ich muss dazu sagen, ich habe den Smog schon länger im Gebrauch. Man hat ihn auf Bildern und Videos im letzten Jahr auch schon an mir gesehen. Habe ich mich noch nicht groß darüber ausgelassen, weil wir damals noch nicht wussten, ob wir den Smog jetzt wirklich so ins Programm nehmen oder nicht. Aber er hat sich bewährt. Das ist de facto tatsächlich, wenn ich keinen Nässeschutz brauche, meine wirklich beliebteste Freizeitjacke. Hat in Verbindung mit einem Wollhemd sogar die Softshell bei mir jetzt teilweise abgelöst. Und ich habe auch einige von den Mustern an befreundete Soldaten gegeben, die das Ganze dann auf dem Manöver und im Einsatz getragen haben. Ihr Feedback haben wir jetzt wieder in die Passform zurückverarbeitet. Ja, wie gesagt, das ist der Basic Smog. Einige hatten schon danach gefragt.